Kollege Professor Dr. Heinz Riesenhuber das Wort. Frau Präsidentin, meine lieben Kollegen, also ich bedanke mich erstmal bei den Grünen für diese muntere Debatte. Gell? Das waren hier vielfältige Anregungen, facettenreiche Problembetrachtungen, wichtige Eckpunkte. Und wir stehen hier in einem ziemlich langfristigen Prozess. Gell? Auch Sie haben nicht erst seit 2009 das Thema entdeckt, als Sie einen Antrag gestellt haben, was Sie heute als Gesetzesentwurf machen. Frau Sitte hat vorhin darüber gesprochen, dass der BDI eine erfolgreiche Lobbyarbeit betrieben hat. Der historischen Wahrheit zuliebe muss ich Ihnen sagen, ich habe in den 90er Jahren eine mühsame Lobbyarbeit beim BDI gebracht, bis er zur Einsicht der Vernunft gekommen ist und dieses zukunftsweisende Konzept zu seinem Bestand hier genommen hat. Wie ist die Lage? Also das Erste ist, wir haben eine vorzügliche, ausdifferenzierte Forschungspolitik, wahrscheinlich eine der reifsten auf der ganzen Welt. Grundlagenforschung mit sicheren Rahmen, Max-Planck-Institute, Universitäten, Leibniz und Helmholtz, stetige Wachstumsraten, verlässliche Planbarkeit. Wir haben eine Forschung zur Problemlösung in der Praxis, in der Wirtschaft, in Umwelt, in Technik, die Hochtech-Strategie. Wir haben eine große Vielfalt von Institutionen, die industrielle Gemeinschaftsforschung, hat der Philipp Murmann angesprochen. Wir haben die Fraunhofer-Gesellschaft. Wir haben also eine vorzügliche Forschungslandschaft. Und dafür geben wir vom Bund im Jahr 15 Milliarden aus. Und wir haben das in den vergangenen Jahren gewaltig gesteigert, insgesamt um 65%, beim Mittelstand um 80%. Okay. Und jetzt reden wir über 5% dieser Summe. 5% dieser Summe, nur um Proportionen zu zeigen, für die steuerliche Forschungsförderung. Es ist nicht ein Paradigmenwechsel, sondern es ist die Frage, ob etwas zusätzlich sinnvoll sein kann in einer Gesamtstrategie einer reiften Industrienation. Und dazu haben wir einige Argumente von der Expertenkommission für Forschung und Innovation, künftig sage ich nur EFI, die sagt hier, wir haben eine Abnahme der Innovationsdynamik unseres Mittelstands. Und sie sagen, die Innovationsausgaben des Mittelstands waren vor 20 Jahren bei 2,7% und jetzt sind es 1,6% vom Umsatz. Und das ist schlecht. So etwas wirkt sich nicht über Nacht aus. Ich bin glücklich, dass die sich nach wie vor in den Weltmärkten prima schlagen. Fast die Hälfte der Hidden Champions auf den Weltmärkten sind deutsche Mittelständler. Das heißt, wir sind stark, aber wir müssen schauen, wie bleiben wir so stark. Und es ist zu Recht gesagt worden, dass unsere schönen Instrumente, vom ZIM bis zu der direkten Projektförderung über verschiedene Programme, einschließlich des BMBF, für viele Mittelständler hier nicht so recht zugänglich sind. Und da ist die steuerliche Forschungsförderung eine mögliche Antwort. Nicht als Alternative. Projektförderung soll durchaus weitergeführt werden, auch die Programme, die wir jetzt in unterschiedlichen Kontext haben, von der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungseinrichtungen mit ihrer IGF über ZIM bis zu den Einzelprojekten. Aber hier haben wir eine Chance für ein zusätzliches. Wie das jetzt auszugestalten sind, da können wir uns über einige Punkte streiten und einigen, der Philipp Murmann sagt zu Recht, dass hier am Personalkosten anzuhängen die Position war, die wir hier vor 6 oder 8 Jahren schon mal ausformuliert haben. Wir haben eine Reihe von Punkten, auch in Verlustzeiten bei jungen Unternehmen, über alles, das werden wir einig. Aber die Frau Kaczmarek sagt zu Recht, es hängt hier natürlich auch am Geld, gell? Und beim Geld sieht die Sache so aus, Freunde. Also,
Natürlich haben wir zurzeit in diesem Jahr das Geld nicht. Da glaube ich den Finanzpolitikern mit ihrer ordnungspolitischen Leidenschaft in großer Demut. Aber die Frage, wie wir die nächste Strategie anlegen, ist schon interessant. Es wird eine wichtige Frage sein, ob alle demokratischen Parteien in ihre Wahlprogramme die steuerliche Forschungsförderung reinschauen. Wer dann mit uns koaliert, weiß ich noch nicht, gell? Aber dass wir dann hier zu einer Einigung in der Sache kommen, wird dann erheblich erleichtert. Das heißt, wir kriegen hier im Geld eine Sache, die wir zu Beginn der Periode gemeinsam festlegen müssen. Und wie sieht es da aus? 3,5% sagt EFI. Frau Wanka sagt, es muss stetig weiter wachsen. Der Herr Vizekanzler Gabriel sagt 4,5% in 2025, glaube ich. Das sind schon anspruchsvolle Dinge und manche sagen, oh Gott, Gott, das fassen wir gar nicht an. Aber jetzt machen wir uns mal klar, 2007 waren wir bei 2,45%. Jetzt sind wir fast bei 3% nach 8 Jahren. Wir haben 0,5% am Bruttosozialprodukt unserer Forschungsausgaben gesteigert. Und das ist ein Jahresbetrag von 6 Milliarden. Und dies weiter in diesem Tempo zu fahren, wird wichtig sein für die Zukunft Deutschlands. Und wenn wir das hinkriegen, dann ist das, worüber wir sprechen, von dieser Jahresrate von 6 Milliarden, ein Anteil von 10%. Freunde, killen wir nicht die Sache von vornherein mit Trivialargumenten, sondern schauen wir, wie diese ganze Geschichte hier in eine Gesamtstrategie eingepasst werden kann, sodass das auch in eine Gesamtstrategie funktionieren wird. Ich wiederhole es nochmal, es geht da nicht darum, dass wir jetzt hier einen Paradigmenwechsel durchziehen. Die anderen Länder interessieren mich insofern, als die Modelle zur Ausgestaltung dieser steuerlichen Forschungsförderung durchaus optimiert worden sind. Und alles, was andere erfunden haben, brauchen wir uns selbst nicht auszudenken. Gell? Auch in der Forschung ist es wichtig, so viel zu kopieren, wie es man kann. Nur dann kriegt man den Kopf frei für die Innovation. Und was dann hier insgesamt bleibt, ist eine Anlage von einer Gesamtstrategie, in der wir ein zusätzliches Element in der Strategie hinzugewinnen. Da vertraue ich auf die Weisheit der Finanzpolitiker. Da vertraue ich auf die Klugheit der Haushaltspolitiker. Und wir denken da nicht nur darum, wie man überall spart, gell? Sparen kann teuer sein. Sondern wir denken darüber, wie bauen wir eine Zukunft von Deutschland auf, bei der wir alle mit fröhlicher Zuversicht dran arbeiten, bei der wir uns freuen, wenn die Mittelständler glücklich sind. Denn wenn sie glücklich sind, dann arbeiten sie gut. Und wenn sie gut arbeiten, dann zahlen sie Steuern. Und wenn sie Steuern zahlen, freuen sich die Finanzpolitiker. Und so sind sie alle glücklich, wenn wir die richtigen Instrumente ansetzen. Und in diesem fröhlichen Geist, voll Tatkraft und Unternehmungsgeist, der diesem Parlament sprichwörtlich zu eigen ist, wollen wir jetzt mal schauen, dass wir diese Sache so bauen, dass es dienlich ist der Zukunft unseres Landes und dass die, die die Arbeit zu machen haben, Freude daran haben, denn davon leben wir alle. Vielen Dank. Der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Sven Schulz von der SPD-Fraktion.